mal festgestellt, das tut einfach alles so. Und als wir das gemacht haben, ist uns echt aufgefallen. Mindestens mal, wenigstens einmal ein Corona-Test. Leute, der Start, ne, der war so tief. Ein Kilometer lang Code eingegeben, ich hoffe, der ist richtig, ich habe auch nicht nachgeprüft. Müllscheiße hier, was ist denn hier los? So, jetzt gib mir mein scheiß Ergebnis, Mann. So, gerade füllen wir uns hier den Booster auf. Und du hast ja denn einen guten Trainingspartner, wenn er von selbst Eiswürfel mitgebracht hat. Ja, man, ist doch heißes Wetter. Oh, ey, ich hab mein Auge sauber gemacht. Ey, ey. Ich bin nur Wasser. Ja, Digga, dann kümmern wir uns jetzt mal richtig, oder was? Ja. Leute, du hast von ganz alleine dran gedacht, ne? Ich hab gar nicht gesagt, so bring mal ein. Weil ich werde auch nie auf die Idee kommen und zu dir sagen, bring mal Eiswürfel mit, Alter. Nee, denn ich habe einen neuen Empogee-Geschmack, aha, der demnächst kommt. Und mit Eiswürfeln ist der natürlich noch geiler. Ein bisschen liegen. Den hab sogar gerade ich da nicht mal drin, ne? Richtig, genau. Ich habe hier den Terminus, Digga. Weil Paul, sage ich ja immer wieder, ist der Head Director, Creative Director und er kriegt immer alles zuerst, ne? Genau, richtig. Du darfst das, ne? Ich nicht, ne? Ja, ja. Genau. Das ist nicht meine Firma, irgendwie, oder? Nein, das ist jetzt mein Job. Ja. Geil, ja, Leute. Ich freue mich auf den neuen Geschmack. Leute, einfach mal hier. Flying Uwe. LWOW Classic am Start, Leute. Wusste ich gar nicht, dass der hier auch Classic spielt. Immer Mensch, moin. Grüß dich, Uwe. So, meine lieben Freunde, ich bin und war gerade hier bei Dr. Smile. Ich chill hier gerade. Ich glaube, so chillig habe ich auf dem Zahnarztstuhl noch nie gesessen. Und zwar, ihr seht ja, ich habe hier so ganz schiefen Ecken hier an meinem Zahn. Und das Ganze werden wir jetzt korrigieren. Ich habe hier, guck mal hier, meine Zähne in 3D. Ja, das wurde alles abgescannt, damit man alles komplett begradigen kann. Und das Gute ist, das hier ist hier nicht irgendwie so ein Kosmetikzahn. Wir machen hier Schigimigi und dann sind die Zähne hier gerade, sondern es ist wirklich ein professioneller, richtiger Zahnarzt, der darüber guckt, der da mit mir alles durchgegangen ist, die ganzen Schritte. Guck mal hier, so sieht das Paket dann aus. Hier haben wir hier nochmal eine feine Box und das wird man dann im Mund haben. Ihr kennt das damals, der eine oder andere Freund oder vielleicht sogar du selber auch, mit der Zahnspange halt. Ja. Ich wollte es damals nicht haben, deswegen habe ich das immer so ein bisschen vermieden. Ja, und dank der heutigen Zeit und Dr. Smile haben wir hier das ganz Leichtes und Simples. Und wenn das Ding drin ist, dann merkt man so gut wie gar nichts. Dann kriegt man ein paar Schienen und muss die dann alle Wochen wechseln. Alles wird geupdatet, dann wird wieder nochmal geprüft, ob alles richtig ist. Und ja, Leute, hier befinde ich mich gerade. Es ist zwar schweineheiß, aber ich freue mich, wenn meine Zähne endlich mal gerade sind. Und wer mehr Infos dazu haben will, kann gerne mal hier abswipen, Leute. Und da könnt ihr euch mal alle Infos ziehen, wenn ihr auch mal eure Zähne begradigen wollt. Beziehungsweise auch, ich kann mir sehr gut vorstellen, so mit 20, 30 oder auch 40 möchte man nicht mit so einer festen Spange durch die Gegend laufen. Und deswegen ist Dr. Smile da echt eine sehr geile Alternative. Also swipet ab und ich wünsche euch viel Spaß beim Rumrecherchieren. So Leute, weiter geht's. Mit einem wundervollen Eiskaffee. Alex ist auch am Stissel. Tut gerade so, als wenn er arbeitet. Nein, ich arbeite immer. Joe ist im Urlaub, ne? Ja. Du musst jetzt alles alleine. Unser Videograf ist im Urlaub. Oh, jetzt muss Alex ganz alleine die Kamera tragen. Ja, ganz alles alleine. Na, guck mal, hier hast du einen schmucken Boy hier bei. Du bist doch gar nicht so alleine, Alex. Nee, aber er kann mich nicht so unterstützen wie Joe. Nee? Vermisst du Joe? Wie lange ist er jetzt noch weg? Eine Woche oder was? Ja, ja. Ei, er ist in Köln, ne? Er ist angerufen, weil er uns vermisst. Ja, okay, sehr gut. Er hat sich schon Sorgen gemacht. Ich habe gesagt, alles kein Problem. Ja, sehr gut. Guck mal, Joe, Nachricht an dich hier. Alles kein Joe, Problem. Joe, vermisse dich. Ja. Okay. Viele haben mich gefragt, ey Uwe, deine Sonnenbrille, voll geil. Ich hatte ja vorher eine von Ray-Ban, die habe ich mir immer von Paul geliehen. Und das hier, Leute, diese Brille, hochqualitative Markenbrille, kostet 4,99 bei H&M.
eine geile, stabile Brille. Guck mal, wie schwer das auch zugeht. Total stabil, davon habe ich mir drei gekauft. Für 4,99 bei H&M. Jede Ray-Ban von mir, ne? 150 Euro, die gehen kaputt. Einmal in die Tasche, der Rahmen verbogen, alles Müll. So, jetzt haben wir hier. Wir machen nämlich feines Shooting hier für die Sommerkollektion. Das Smilodogs, Leute, guck mal hier, auch auf dezente Tasche. Leute, guck mal, ich bin hier gegen eine Tür, das fällt mir immer wieder auf. Richtig so ein kleiner Minicut. Aber Cuts sind wir gewohnt. So, fleißig, fleißig hier. Madita und Alex sind unsere heutigen zwei Models hier. Hübschen Boys hier. Geben heute Gas hier. Ich hatte schon erzählt, dass die Sommerkollektion am Freitag 18 Uhr online geht. Guck mal, was ihr da noch bekommen könnt. Die Shirts finde ich richtig geil. Im Kombi mit der schwarzen Hose. Richtig geil, Mann. Alex hört wieder so, als wenn er arbeitet. Tust schon wieder so, ne? Kamera, Hauptsache, kaum Stories, tust du so, als wenn du korrigierst, ne? Nein, Alex ist fleißiger. Ich ärgere ihn gerne. Mehr. Das Geile ist, pass auf, und das richtig Geile ist jetzt, pass auf, hier, jetzt geht's richtig los, denn wenn ihr am Freitag um 18 Uhr bei Smilodogs bestellt, ab Mindestbestellwert von 50 Euro, bekommt ihr diese Flasche gratis dazu, Leute. Ihr wisst, es ist Sommer, es ist heiß, wir müssen alle viel trinken und wir brauchen auf jeden Fall alle schöne natürlich wird es am Freitag um 18 Uhr auch was für die Ladies geben. Mal hier, haben wir einmal hier eine schicke Dame. Guckt hier, die Hot Pen. Auch hier mit Logo versehen. In schwarz und grau. Und dann haben wir hier einmal das Shirt, was man hier auch zubinden kann. Das muss man nicht. Man macht mal auf zum Beispiel, dann hat man das so ein bisschen weiter. Hier auch mit Logo versehen. Und guck mal, so ist es dann ein bisschen weiter und gechillter. Also haben wir hier nochmal auch am Freitag natürlich was für die Ladies. Und das Ganze haben wir natürlich auch in schwarz für diejenigen, die das etwa ein bisschen schlichter mögen. Auch hier wieder mit Logo. Und natürlich kann man, mach mal Schleife wieder auf, für den chilligen Modus. Zack, auf ganz entspannt, Leute. Beziehungsweise, liebe Damen, wie sieht das denn aus? Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsoberteil, was die Dame trifft. Hier, Leute, mit Hoodie. Guck mal, hier haben wir nochmal an den Ropes, haben wir hier. Smilodogs Logo, na, so ein Rand, genau. So, haben wir hier nochmal das Logo. Und wenn wir uns umdrehen, haben wir hier auch nochmal so ein 3D-Logo, könnt ihr das sehen. Aber wenn man natürlich wieder nett aussehen will und nicht ganz so böse, machen wir die Kapuze einfach wieder runter. Siehst du, das ist wieder ganz lieb. Für die Ladies, die es nicht immer ganz so eng haben wollen, sondern ein bisschen gechillter, ein bisschen regular, haben wir natürlich auch solche Shirts für euch. Ein bisschen entspannter das Ganze. Hier an der Seite könnt ihr hier die Smilodogs Logos sehen. Zeig hinten auch hier das Ganze. Ah, hier. Ja, stimmt. Haben wir oben auch nochmal. Sonst ist es einfach ein ganz entspanntes Shirt. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen was Luftigeres. Inklusive Logo. Und hier schwarzen Rändern. Drehen wir uns hier einmal um. Haben wir hier auch nochmal das feine Smilodogs Logo. Und für die Boys gibt es auch ganz heiße Sachen. Einmal hier, auch einer meiner Lieblingsshirts mit Logo und den Streifen. Und natürlich ein Kombo mit der schwarzen, kurzen Smilodogs Hose. Und jetzt kommt was richtig Geiles. Wow. Leute, in den Smilodogs Stories ging das eben gerade richtig ab. Alle feiern diese Kombo. Guck mal hier, Alter. Das sieht richtig geil aus, Leute. Nächste Kombo hier am Start. Vorne Decken und ja, ist ja recht schlicht. Mit einem kleinen, oh, guckt euch mal das Logo an, Leute. Richtig geil. Genauso wie auch bei dem Orangen. So, und jetzt dreht euch mal um.
Wusch, Digga, hier geht's richtig ab, die Kiste. Guckt euch das an. Bam, richtig schön knallige Sommerfarben, Leute. Perfekt, so kann man den Sommer genießen. Natürlich mit den neuen kurzen Hosen. Und wer genau wie ich diesen Retro-Stil feiert, bisschen Miami Vice mit bei, pass auf. Jawohl, Leute, das ist geil. Guckt euch das an. Auch hier ein dunkler, dieses Muster, ich feiere das so, das ist so geil. Hier auch einmal von hinten nochmal. Zack, mit Logo. Nochmal das Dunkle von hinten einmal. Hier, Leute, seht ihr, geil. Breiter Rücken, sagt er, guck mal. Der andere, den sieht man gar nicht mehr, jetzt weg ist er. Und jetzt was ganz Spezielles. Wusch. Man denkt jetzt zunächst, okay, so ein ganz normales Shirt mit großem Logo. Nein, Leute, guckt euch den Effekt an. Zack. Wie auf so einem Wackelbild von früher. Guck mal hier. Zack. Richtig cool. Dreht euch mal um. Hinten auch auf schlicht, ohne Logo. Ein ganz entspanntes Regular Shirt. Okay, dürft ihr wieder umdrehen? Hier, Leute, so sieht das aus. Zack. Jetzt kommen wir zu ein bisschen Basketball, sag ich immer. Guck mal hier. Das sind beide sozusagen das gleiche Modell. Bei dem einen haben wir hier halt das Logo. Und ihr seht auch hier der Stoff. Basketball-Trikot-mäßig. Und hier denkt man jetzt, hä, kein Logo. Aber da haben wir was für die, die es etwas schlichter wollen, Leute. Hier so ein kleines dezentes Logo gemacht. Und wenn ihr euch umdreht, sagt auch alles ganz schlicht, Leute. Zum Beispiel, wie gesagt, fürs Basketball. Oder einfach draußen casual rumrennen. Ja, Leute, das waren jetzt kleine Einblicke der Smilodog Sommerkollektion, die Freitag um 18 Uhr für euch online geht. Und das war noch nicht alles, Leute. Wer natürlich bestellt, ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro gibt es die Smilodogs Flasche gratis dazu, Leute. In diesem Sinne sehen wir uns Freitag um 18 Uhr. Set that the